diesem Black Friday können Sie aus. Aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Hedgeland Black Friday zum Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte. Wir wechseln am Freitag im Markt aus für viele Millionen Dollar. Wenn Sie der Erste sein wollen. Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet treffen. Will nicht spekulieren, aber solche. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist Kriegsgebiet. Sind eine echte Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS. Das ist nicht genügend Impfstoff. Da muss man unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenmörder verwandelt. Aus wenn Gaslecks und Brennen. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr, unsere Ersthelfer sind wieder keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Hallihallo und herzlich willkommen bei Absturz Auerbach zockt The Division. Ich habe mir jetzt erstmal einen kleinen Agenten erstellt. Und wir aktivieren jetzt gemeinsam den Agenten Absturz Auerbach. Autorisieren. Ja, ich bin's wirklich. Und haben wir gerade eben im Trailer noch eine Kapuze auf. Computer aktiviert. Alle IS-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Wir schauen uns jetzt hier erstmal um und folgen den Anweisungen. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Okay. Wo sind die hervorgehobenen Ziele? Ich nehme an, das hier, die Flasche. Ich bin mit dem Analog nicht wirklich sicher. Primärwaffentest erfolgreich. Okay, aber sieht ja selber. Ich würde mir jetzt gerne mal die Stadt anschauen, aber ich muss ja hier erstmal dieses kleine Tutorial machen. Okay, ich tippe 3 doppelt an. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. So. Hier. Dosen wegschießen. Alles klar. Sekundärwaffentest erfolgreich. Sehr gut. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. So, ihr habt den jungen Mann gehört? Begeben wir uns zum Safehouse. Aber ich würde mich gern erst nochmal hier ein wenig umschauen. Was haben wir denn hier? Inventar voll, okay. Gut, also ich gehöre zu denjenigen, die Beta nicht gespielt haben. Ich habe mich voll und ganz auf die Vollversion gefreut und wollte mir den Spielspaß dann auch nicht nehmen lassen durch eine verkürzte Version. Allerdings war die Beta die größte bisher dagewesene Beta, noch größer als die von Star Wars Battlefront. Und als ich das dann hinterher gelesen habe, habe ich schon ein bisschen bereut. Aber schaut euch einfach dieses mega geile Spiel an. Genießt es. Wir sind in New York, eine Pandemie ist ausgebrochen und wir sind da, um den Leuten zu helfen. Ihr habt ja anfangs im Trailer gesehen und
Ja, also ich habe nicht viel gesagt. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Alles klar, wir melden uns bei Faye Law. Hier ist das Safe House. Sehr schön. Kann in Deckung gehen, drüber klettern. Betreten eines sicheren Bereichs. So, wir treffen uns mit Faye Law. Okay, scheint über uns zu sein. Also ihr seht oben links eine kleine Minimap. Und hier befinden wir uns schon bereits mit anderen Spielern. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. In einem Raum. So, wir sollen uns mit Faye Law treffen. Und das machen wir. Ja, richtig so, Soldat. Schön Sport machen. Wir brauchen euch. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Ja, dann machen wir das doch mal. Scheint hier Identität überprüfen. Ich bin's wirklich. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Na, das ist doch wunderbar. Hey, was darf sein? Dann müssen wir die wahrscheinlich bei diesem jungen Mann hier in den Einsatzkreis abholen. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, okay. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. So, ich habe jetzt dadurch hier so viele Spieler sind ein bisschen den Überblick verloren, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Hier ist ein Ausstattungshändler. Sehen Sie sich an. Okay, also. Hier können wir dann wahrscheinlich alles kaufen. Levelabhängige Waffen. Levelabhängige Schutzausrüstung. Dann haben wir hier einen Fertigkeitenbaum wahrscheinlich. Gut. Okay. Alles levelabhängig. Aber ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ubisoft hat verkündet, dass es kein Pay-to-Win-Spiel geben, also sein wird. Und dass es kein Pay-to-Win geben wird. Ich sehe hier aber eine Ingame-Währung und ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Okay, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Werden wir einfach mal sehen, was die Zeit so bringt. Eine Fertigkeit nicht zugewiesen. Dann schauen wir doch mal. So, Fertigkeiten. Was können wir denn freischalten? Technologie, Sicherheit, Medizin. Basisimpulsgeber verschickt einen Spürimpuls, der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen markiert. Na, das ist doch optimal.
Haftgranate. Eine Granate, die nach dem Abfeuern an den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Und ein ballistischer Schild. Legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild nur die Sekundärwaffe benutzen. Ich würde sagen, wir benutzen einfach mal den Impulsgeber. Weil es ist immer besser, den Feind zu sehen. So, was haben wir noch? Talente? Derzeit nicht verfügbar. Okay. Gut. Fertigkeit haben wir zugewiesen. Jetzt sehe ich aber, müssen wir jetzt hier noch einmal hin zum Ausstattungshändler? Das Beste im Distrikt. So, ja, wir haben doch gar keine Geldbörse. Vielleicht überlegen Sie es sicher noch. Ja, ich überlege mir das nochmal. Ich habe ja erstmal eine Waffe, habe ich gesehen. Und dann entdecken wir mal Brooklyn. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Was haben wir denn hier? Achso, nur noch drüber springen. Okay. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Hier wird schon hart geschossen. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Okay. Ich kümmere mich. Ich denke, das sind jetzt diese kleinen grün-blauen Punkte da oben links auf der Minimap. Und da bewegen wir uns mal vorsichtig hin. So, hier sind wir gestartet vorhin. Ich denke mal, mein Inventar ist immer noch voll. Ja. Über eine Fabrik verkaufen, Mann. Alles klar. Aber man kann ja mal einen Blick auf die Karte werfen. So, das ist das Safe House. Ein Nebeneinsatz, ein Nebeneinsatz, ein Nebeneinsatz. So, dann würde ich mal sagen, wir kümmern uns um den ersten Nebeneinsatz. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Machen wir! Ich bin begeistert und fasziniert einfach von dieser gigantischen Atmosphäre. Die Pandemie muss schleppend vorangegangen sein. Es gibt hier, ja, jede Menge Schrott und Müll auf den Straßen. Es gibt Zivilisten. Also ich finde spitze. So, U-Bahn-Tunnel, da unten. Also, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wie gesagt, ich habe die Beta nicht gespielt. Aber wir schauen uns das Ganze einfach mal an. In den Hof gelangen. Okay, wir haben ja so einen Impulsscanner, der uns Gegner zeigt. Den werden wir jetzt gleich mal benutzen. Okay. Habe ich den auch zugewiesen? Ja. Keine Bedrohung gefunden. Na, das ist doch wunderbar. Klettern wir hier mal hoch. Gehen hier mal in Deckung. Okay. Scheinbar die Leiter benutzen. Feindpräsenz entdeckt. Okay. Feindpräsenz da hinten. Alles klar. Okay. Dann holen wir uns die Typen einfach mal. Den Kopf raus. Nachladen, 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 nachladen. Komm schon.
Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Okay. Ja, na, das war ja leicht. Hallo? Alles Hallo? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Wir lassen den jungen Mann mal raus. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, auf vielen Dank. Das war mit Leuten wie Ihnen schaffen wir es. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, komm, Junge. Geplünderte Objekte wandern ins Inventar. Na, schauen wir doch mal. Inventar, ein neues Objekt, tatsächlich. Wird auf Stufe 4 entsperrt. Wir sind Stufe 1. Okay, können wir mal lassen. Schauen wir mal aber trotzdem weiter. Okay. Unsere Taschen. Unser Aussehen, was haben wir hier denn Tolles? Eine Jacke, einfache Schuhe. Gut, also auch nichts gefunden. Stufe 1. Das ist unsere Primärwaffe. Ja, Schrotflinte, ich weiß nicht. Ne, wir lassen unsere Primärwaffe mal drin. So, sehr gut. Ja, damit hatten wir den ersten Auftrag abgeschlossen. Und würde sagen, wir sind angekommen. Hier ist also ein Eingang. Okay, hier hätten wir auch reingehen können. Ah nee, wir kommen doch von unten. Wir kommen doch von da unten. So, unten angekommen. Wackeln wir jetzt einfach wieder raus. Also ihr könnt auch schnell rennen. Also ich finde es einfach nur, ihr merkt es auch, ich rede sehr wenig. Ich finde das Spiel einfach nur gigantisch und ich, ja, ich habe mich nicht umsonst darauf gefreut. Es ist eine Mischung aus, ja, ich würde sagen Survival. Dann Pandemie erinnert mich ein bisschen an DayZ oder DayZ. Dann hat das Ganze auch etwas von Ghost Recon Phantoms, auch von Tom Clancy. Ja. Das ist eine Mischung aus allem. Es ist eine Mischung aus Survival und aus einem Shooter. Das Ganze gepaart mit etwas von sogar Rainbow Agent, Six. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Okay. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Und wir werden versuchen, die Kiste zu bergen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt das Spiel euch mittlerweile auch geholt, weil es wäre schön, wenn wir auch mal zusammenspielen können. Wenn ja, schreibt es doch einfach in die Kommentare und ansonsten, wenn ihr konstruktive Kritik habt, wenn ich irgendwie was falsch mache, wie gesagt, ich habe die Beta nicht gespielt, sagt es mir einfach, helft mir, macht dieses Ganze zu einem kompletten Erlebnis für uns alle, lasst uns zusammen zocken und ich freue mich auf euch. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Tschüss und einen schönen Tag euch noch, euer Rob. Das sind meine Leute. Das ist meine Stadt. Wir holen sie uns zurück.